Hallo, liebe uns zuhörende Menschen. Wir starten heute diesen Podcast zum Thema Energie in der Reihe Climate Chance. Vielleicht seid ihr auch mit dabei, vielleicht wollt ihr einfach nur mal reinhören, was es heute so zu erzählen gibt. Unser Thema heute ist Energie. Und ich sitze hier mit Jonas und Lukas zusammen, beide von der Bundjugend Niedersachsen. Genau, ich bin Lina und bin von der Bundjugend Hannover. Und dort ein bisschen aktiv und würde vorschlagen, zum Anfang stellt ihr beide vielleicht euch erstmal vor und könnt uns erstmal erzählen, wer ihr so seid, wieso seid ihr jetzt heute hier in diesem Energie-Podcast, also was hat euch zum Thema Energie so geführt, was interessiert euch vielleicht daran, und ihr dürft mir gerne schon mal verraten, ob ihr einen Lieblingsenergieerzeuger vielleicht habt, von dem ihr uns kurz erzählen möchtet. Wer möchte anfangen von euch? Kann ich mal anfangen? Gut. Okay, alles klar. Hallo, ich bin Jonas, ich bin Mitglied im Landesvorstand der BUND Niedersachsen. Ich kenne mich unter anderem auch deshalb noch ganz gut aus in dem Thema, da einer meiner großen Steckenpferde die Energiewende ist, sowie auch insbesondere die technische Realisierbarkeit der Energiewende. Mit welchen technischen Hilfsmitteln kann man dann auch die Energiewende dann auch schaffen? Genau, mein Lieblings- oder Stromerzeuger besser gesagt, das ist auf jeden Fall die Windenergie an Land. Das finde ich ganz cool. Ja, weiß ich dann, genau, weiß ich gut. Ja. Ja, ich bin Lukas. Ich bin auch Teil des Landesvorstands und ich bin Landesjugendvertreter im BUND-Landesvorstand. Das heißt, ich darf uns beim sogenannten Altverband vertreten. Und ich studiere Energietechnik in Hannover, weil ich die Energiewende mitgestalten möchte. Und deswegen auch mein Interesse für das Thema. Und das hängt damit zusammen. Die Frage kann ich gar nicht mal so beantworten, weil für mich die Mischung entscheidend ist. Also die Mischung aus allen möglichen Erzeugungsanlagen, also aus vielen Erzeugungsanlagen, weil man auf die Weise die ganzen Vorteile kombinieren kann und das Beste aus allem sozusagen rausholen kann. Alles klar, danke euch. Ich habe noch einen kleinen Spoiler vorweg für die Menschen, die vielleicht nach Haushaltstipps suchen, was Energie angeht. Wir haben nämlich vor, diesen Podcast ein bisschen darüber hinaus zu gestalten und konzentrieren uns viel auch auf so ein Hintergrundwissen und Fragen, die uns eher beschäftigen, sind Strom generell, Energiewende, was das überhaupt ist, wieso wir das brauchen. Und später wollen wir uns auch noch ein bisschen damit beschäftigen, was man so als Einzelperson vielleicht gut tun kann, wo man selber irgendwie schauen kann, was man im Energiebereich ökologisch gut tun kann. Genau, ein paar Haushaltstipps haben wir trotzdem auch für euch. Und vor allen Dingen wollen wir auch der Frage nachgehen, wieso es überhaupt sinnvoll ist, sonntags zu waschen. Genau, und ich freue mich drauf. Und würde direkt starten mit der Frage, erstmal allgemein, wie passiert es überhaupt, dass Strom in unsere Steckdose kommt? Lukas, magst du dazu vielleicht was sagen? Ja, spannende Frage. Darauf gibt es verschiedene Antworten, eine Langversion und eine Kurzversion. Die Kurzversion ist einfach über Leitung. Also Kabel, die unter Siedlungen und über Feldern verlegt sind. Und der Strom hat eine Eigenschaft, die ihn überhaupt erst zum Strom macht, und zwar er fließt. Und deswegen hat eine Steckdose auch zwei Löcher, weil der Strom zum einen Loch reinfließt und zum anderen Loch, also zum einen Loch kommt er aus der Steckdose raus und zum anderen Loch fließt er wieder rein. In der Realität ist es noch ein bisschen komplizierter, weil es
Wechselstrom ist und sich die Richtung des Stroms 50 Mal pro Sekunde ändert. Aber grundsätzlich kann man sich merken, um Strom transportieren zu können, braucht es Kabel. Und damit dieser Strom überhaupt erstmal fließt, muss er irgendwie in Gang gebracht werden. Und dazu braucht es Energie. Und letztlich ist dieser Strom nichts anderes als ein Medium zum Energietransportieren. Das heißt, ich stecke auf der einen Seite Energie rein. Das kann zum Beispiel durch ein Kraftwerk sein. Und auf der anderen Seite entnehme ich Energie, die ich dann für mich nutzen kann. Zum Beispiel zum Wäschewaschen oder zum Kochen oder zum Zähneputzen, was auch immer. Und das heißt, die Stromrechnung ist eigentlich gar keine Stromrechnung, sondern eine Energierechnung. Also ich bezahle nicht für den Strom, sondern für die Tatsache, dass der Strom fließt und mir Energie mitbringt, also Energie ins Haus transportiert. Und das lässt sich der Energieversorger natürlich bezahlen, dadurch, dass er Energie reinsteckt, um den Strom erstmal zum Fließen zu bringen. Also da kann man sich ganz bildhaft vorstellen, dass da jemand auf dem Fahrrad sitzt und in die Pedale tritt. In der Realität ist es natürlich anders. Dann sind das große Erzeugungsanlagen. Aber für das Bild passt es. Also da wird Aufwand reingesteckt. Und ja, auf diese Weise fließt ein Strom zwischen Erzeugungsanlagen und Verbrauchern hin und her. Du sagtest gerade, dass man sich das ein bisschen so vorstellen kann, dass in diesen zwei Steckdosenlöchern, die man so kennt, das auf der einen Seite reingeht und auf der anderen Seite wieder rausgeht. Bisschen runtergebrochen gesagt. Wenn der nun wieder rausgeht, wieso bezahle ich dann dafür? Ja, also man bezahlt eigentlich für die Energie, die er mitbringt und nicht für den Strom. Also für die Tatsache, dass der Strom fließt und auf dem Weg Arbeit verrichtet. Alles klar. Ich habe ein bisschen gehört, dass es dazu noch ganz gute Videos gibt, um da weiter einzusteigen und hier vielleicht auch nicht den Rahmen zu sprengen. Was kannst du da noch gut empfehlen? Ja, dazu gab es mal eine ganz gute Sendung von Löwenzahn. Und zwar heißt die Peter und die Kraft im Draht. Und da geht Peter Lustig der Frage auf den Grund, wie ein Kraftwerk funktioniert oder wie ein konventionelles thermisches Kraftwerk funktioniert. Das ist schon ein bisschen älter, diese Sendung. Und wie es dazu kommt, dass Strom fließt und wie das Energiesystem funktioniert. Alles klar, dann haben wir nun geklärt, wieso es überhaupt Strom gibt. Für mich ist aber noch nicht ganz klar, wenn ich nun in meinem Zimmer das Licht anschalte, also oder etwas in die Steckdose stecke und eben diese Energie beanspruche. Wie kommt es dann zustande, dass irgendwo anders, wo ein Kraftwerk betrieben wird, sichergestellt ist, dass diese Information ankommt, dass ich jetzt gerne Strom Das ist hätte? Eine gute Frage. Und das ist auch tatsächlich eine Frage, die sehr viele Kraftwerksbetreiber beschäftigt. Und zwar ist das als Einzelfall gar nicht so ein Problem. Wenn ich nämlich einen Lichtschalter betätige, dann gibt es bestimmt irgendwo jemanden, der einen Lichtschalter ausschaltet. Und das heißt, das gleicht sich aus. Also dadurch, dass so viele Haushalte ans Stromnetz angeschlossen sind, besteht da ein Ausgleich. Und das Problem ist aber, wenn es Lastspitzen gibt, also wenn zu einer bestimmten Zeit alle Leute kochen oder wenn zu einer bestimmten Zeit in Industriebetrieben Motoren angeschmissen werden. Und dann kommt es zu Lastspitzen
Und dann muss das Angebot irgendwie der Nachfrage ausgeglichen werden. Und dafür gibt es sogenannte Regelleistung. Das heißt, es gibt Kraftwerke, manchmal sind das auch Akkus, die nur dazu da sind, um kurzzeitige Lastspitzen auszugleichen. Und das nennt sich Primärregelleistung. Und im ersten Moment gibt es die sogenannte Momentanreserve. Das liegt einfach daran, dass so ein Generator von einem Kraftwerk sich dreht und der hört auch nicht einfach auf, sich zu drehen, sondern der hat noch Energie gespeichert. Das heißt, diese Drehenergie des Generators kann verwendet werden, um kurzzeitige Schwankungen im Stromnetz auszugleichen. Bei einem längeren Ausgleich gibt es dann spezielle Kraftwerke, die dazu vorgehalten werden, die quasi auf Sparflamme fahren oder die dann zu dem Zeitpunkt eingeschaltet werden. Und die werden dann natürlich dafür bezahlt, dass sie das Stromnetz stabilisieren und eben die Energie bereitstellen, die ich brauche, um Licht zu kriegen. Und dann gibt es natürlich Prognosen, die darüber Auskunft geben, wann wie viel Strom gebraucht wird und wann die Netzlast wie hoch ist. Und da gibt es zum Beispiel Erfahrungswerte, dass nachts die Netzlast nicht so groß ist wie mittags. Und auf die Weise können Kraftwerksbetreiber häufig ganz gut vorausberechnen, wann wie viel Strom gebraucht wird. Aber der Einzelmoment ist dabei nicht so entscheidend. Danke dir, Lukas, für diese Einführung in die Theorie des Stroms. Nun haben wir in Deutschland oder glücklicherweise auch in anderen Ländern oft das Wort Energiewende auf der Tagesordnung. Es wird davon gesprochen, dass die Energie irgendwie anders erzeugt und gewonnen werden soll. Und ich hätte erstmal die Frage an euch, was ist es überhaupt? Wieso wird davon gesprochen? Warum brauchen wir das überhaupt? Jonas, vielleicht magst du dazu Ja, erst gerne. noch was sagen. Genau. Es ist auch unabdingbar wichtig, dass wir dann in Zukunft unsere CO2-Emissionen und auch Gas senken. Und da der Großteil der CO2-Emissionen daraus besteht, aufgrund von energiebedingten Prozessen, ist es dann eben halt dann auch unabdingbar wichtig, dass wir dann auch die Energiewende dann auch als solches dann auch vorantreiben. Genau. Ja, richtig. Und die Energiewende beschreibt, genau, ja, soweit so gut. Magst du uns noch mal sagen, was überhaupt die Energiewende vielleicht ist für diejenigen unter den hörenden Menschen, die damit noch nicht so super Ja, viel gerne. anfangen können Die vielleicht? Energiewende besteht unter mehreren Teilbereichen. Und ein Teilbereich ist davon nämlich die sogenannte Stromwende. Genau, die Stromwende ist dann der Teil, wo nämlich die fossilen Kraftwerke, aber auch die Kernkraft durch erneuerbare Energien nämlich ersetzt wird. Und dabei gibt es dann verschiedene Arten. Welche sind denn die verschiedenen Arten, die dabei verwendet werden Bei können? den erneuerbaren Energieträgern, das ist dann unter anderem die Windenergie. Dabei gibt es nämlich dann auch die Windenergieanlagen. Zu diesen Anlagen lässt sich sagen, dass es dann zwei verschiedene Arten, je nachdem, wo sie dann stehen. Es gibt einmal die Windenergie im Land, wie auch die Windenergie auf See. Und interessanterweise kann man da auch noch wirklich sagen, dass also das Rotor der Anlagen, also das Ding mit den drei roten Blättern, sich nämlich nicht nach dem Widerstand sich dreht, sondern nämlich nach dem Auftrieb, also nach demselben Prinzip, warum eine Flugzeug. Des Weiteren gibt es dann auch noch Photovoltaik zum Beispiel.
Photovoltaik. Hier wird nämlich der Strom dann zum Beispiel so produziert, dass da dass durch das einfallende Licht auf den Photovoltaikzellen die Elektronen im Halbleiterkristall in der Zelle herausgelöst werden und durch eine Ansetzung eines Stromkreises an der Zelle fließt dadurch nämlich dann Strom und so durch dann auch eben halt an der Photovoltaikanlage dann auch Strom. Genau, das wären dann zum Beispiel dann zwei Sachen. Was sind denn noch weitere Bereiche? Jonas meinte jetzt schon, dass das nur zwei von, aber noch mehr sind. Du meinst die Möglichkeiten, Energie zu gewinnen? Genau, Ja, Strom das zu mit gewinnen. der Wind- und Photovoltaik ist ja noch gar nicht so alt. Windkraftanlagen gibt es schon seit den 80er Jahren, aber oder in dieser heutigen modernen Form gibt es sie seit den 80er Jahren. Aber früher hat man das noch anders gemacht, und zwar vor allem durch Kohle. Und zwar wird die Kohle verbrannt und dann wird Wasser erhitzt. Das kann man sich vorstellen wie in einem Teekessel. Und dann entsteht Wasserdampf. Und durch diesen Wasserdampf wird eine Turbine in Drehung versetzt. Also dadurch, dass der Druck des Wassers sich erhöht, wird eine Turbine betrieben und diese Turbine gibt dann die Drehenergie an einen Generator ab. Und das funktioniert dann wie ein Fahrraddynamo und stellt dann elektrische Energie bereit. Und das wird heutzutage auch noch gemacht. Und der Nachteil an Verbrennungskraftwerken ist, dass dabei CO2 entsteht. Und das habt ihr ja bestimmt schon mal gehört, das ist das Gas, worüber wir jetzt alle reden, was wir im Rahmen der drohenden Klimakrise vermeiden wollen. Und deshalb wollen wir eben aus der Kohleenergie aussteigen. Und dann gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten. Bei einem Atomkraftwerk zum Beispiel wird auch Wasser erhitzt, allerdings durch die Wärmeenergie, die man aus der Spaltung von radioaktiven Elementen gewinnt. Und dann gibt es noch andere Brennstoffe, wie zum Beispiel Gas und Öl. Und bei Gas gibt es noch eine ganz interessante Methode. Und zwar kann man Gas nicht nur verwenden, um damit Wasser zu erhitzen, sondern man kann es auch direkt verbrennen in einer Gasturbine. Und dadurch wird direkt durch die Erwärmung der Luft eine Turbine in Drehung versetzt und dadurch kann man dann einen Generator betreiben. Und durch die Abgase, die dann noch ziemlich heiß sind, kann man dann aber noch einen Dampfkessel betreiben. Und deswegen nennt man dieses Kraftwerk Gas und Dampf. Das heißt, man nutzt das Gas quasi doppelt. Und auf diese Weise funktionieren die effizientesten Gaskraftwerke, die 60% elektrische Energie aus 100% Energie, die im Gas gespeichert ist, gewinnen können. Das ist zwar immer noch nicht gut und das ist immer noch nicht CO2-neutral, aber es ist die effizienteste Form, fossile Brennstoffe zu gewinnen, zu verbrennen. Jetzt hatte Jonas vorhin kurz schon mal angemerkt, dass unter Energiewende mehrere Dinge eigentlich zu nennen sind und nur eines davon die Stromwende ist, von der ihr gerade gesprochen hattet. Was sind denn noch andere Dinge, die auch noch dazugehören, wenn man über das Wort Energiewende Dazu eigentlich gehört dann auch spricht? noch die sogenannte Antriebswende innerhalb des Verkehrsbereichs.
Sprich, dass dann hierbei die fossilen Kraftstoffe, wie zum Beispiel Diesel, Benzin, Kerosin oder auch Diesel, ersetzt wird durch erneuerbaren Sachen wie zum Beispiel Strom. Strom ist dann natürlich dann auch der primäre genau. Das ist dann zum Beispiel der eine Punkt. Und der dritte Punkt wäre nämlich dann einmal die sogenannte Wärmewende. Wärmewende, oder genau, Wärme kann man nämlich dann in zwei Unterkategorien nochmal aufspalten. Einmal sind die Raumwärme. Raumwärme ist dann diejenige Wärme, die dann zum Beheizen der Gebäude auch dafür dann zuständig ist. Und dann gibt es dann noch die sogenannte Prozesswärme. Prozesswärme ist dann zum Beispiel diejenige Wärme, die dann in der Industrie dann benötigt wird, um dann zum Beispiel Stahl zu produzieren, etc. Genau. Es gibt ein Beispiel für Prozesswärme im Haushalt, das bestimmt greifbar ist für viele, und das ist das Kochen. Also dadurch, dass ich Wärme habe, schaffe ich es eben, rohes Essen zu garen, und das ist dann eben Prozesswärme. Und Gleiches gibt es eben für viele Prozesse in der Industrie auch. Mir stellt sich jetzt so ein bisschen die Frage, wenn wir über Energiewende sprechen, wo wir in Deutschland da eigentlich gerade so stehen. Also was ist so unser Stand? Was brauchen wir vielleicht noch in der Zukunft, um eine Energiewende durchzuführen? Oder was sind auch schon gute Lösungsansätze, die schon da sind? Momentan liegt der Anteil der erneuerbaren Energien an der gesamtverbrauchten Energie in Deutschland bei gut 17%. Also wenn man die komplette Energie in Form von also innerhalb des Stromsektors, des Verkehrssektors und des Wärmesektors alles mit reinzieht. Innerhalb des Stromsektors sind wir dann schon weiter, da liegen wir momentan so bei gut 45, 50%. So, aber beim Verkehrssektor zum Beispiel nur bei 6% und bei der Wärme und im Wärmebereich liegen wir bei einem erneuerbaren Anteil von gut 14%. Also sprich, der Wärmebereich, wie noch im Verkehrsbereich, ist bei den Ausfall der enormen Energien bei den jeweiligen Anteilen eben halt noch sehr, sehr Luft nach oben. Das ist der momentane Stand ziemlich. Genau, und ein ganz guter Lösungsansatz wäre dann hierbei nämlich die sogenannte Sektorenkopplung. Sprich, das sind nämlich dann die beiden, oder das sind die drei Sektoren, einmal der Stromsektor, Verkehrssektor sowie Wärmesektor, miteinander kombinieren. Also sprich, dass der Stromsektor den Verkehrssektor sowie auch den Wärmesektor mit Strom beliefert, um dann die beiden Sektoren, Verkehr und Wärme, dann auch noch zu dekarbonisieren sowie auch noch, noch zu elektrifizieren. Das ist so die Idee dahinter. Genau, Und und dafür, ja. das Ganze geht auch umgekehrt, sodass man also die Flexibilität dieser drei Sektoren nutzen kann, um Energie zwischen den Sektoren hin und her zu schaufeln, sozusagen, und damit immer den Sektor zu verwenden, in dem gerade die Energiegewinnung besonders günstig und besonders CO2-arm ist. Genau, und hierbei, also sprich, um dann auch alle drei Sektoren auch vollständig zu dekarbonisieren, ist sich dann entsprechend deshalb dann auch noch ein Ausbau der erneuerbaren Energien dann auch zwangsweise auch notwendig. Das ist das A und O dabei. Also wir können auch nur die Energiewende dann auch so weiter auch schaffen und auch noch weiter betreiben, wenn wir auch wirklich die erneuerbaren Energien, insbesondere in Form von Photovoltaik und Wind, hier in Deutschland insbesondere, auch massiv erhöhen, also die Ausbaufähigkeit. Das ist wieder das A und O dabei. Genau. Ja. Und dann gibt es dann nämlich dann noch die sogenannte EEG, das der Erneuerbaren Energiengesetz. Und da gibt es nämlich eine sogenannte EEG-Förderung, die läuft nämlich bis 20 Jahre. Und ab 2021, also ab diesem Jahr, also ab diesem Jahr, Anfang des Jahres laufen nämlich die ersten Windenergieanlagen zum Beispiel, aber auch Photovoltaikanlagen aus der Förderung ab. Und genau.
Da gibt es dann auch noch ein paar ganz gute Ansätze, wie man die auslaufenden Verbindungsanlagen dann auch noch weiter betreiben kann. Ja, für einige ist das ein großes Problem, dass diese Förderung ausläuft. Und einige Befürworter der erneuerbaren Energien wollen ganz gerne noch diese Förderung verlängert haben. Und es würde den erneuerbaren Energien sicherlich helfen, wenn das Erneuerbare Energiengesetz diese Förderung auch noch länger bereitstellen würde. Aber das war ja eigentlich nur als Starthilfe gedacht. Und deswegen entstehen daraus jetzt neue Konzepte, wie sich jetzt Strom aus erneuerbaren Energien vermarkten lässt. Und da gibt es zum Beispiel die sogenannten Power Purchase Agreements, also dass direkte Verträge zwischen Betreibern von Windenergieanlagen zum Beispiel und Verbrauchern geschlossen werden und der Strom also direkt gehandelt wird. Und da gibt es auch Portale, die sich genau damit beschäftigen, die also ein Marktkonzept daraus machen, Erzeuger und Verbraucher miteinander zu verbinden. Und ja, also im Bezug der Energiewende und was wir da noch alles brauchen, wird auch noch sehr viel über Wasserstoff zum Beispiel geredet. Und nee, das war dein Punkt, ne? Ja, gut. Sollen wir einen Cut machen? Ja, sorry. Ich glaube, Okay, lass uns einfach weiterlaufen lassen und Simon das sagen, dass er das rausschneiden soll. ja, genau, sorry. Okay, jetzt habe ich auch den Faden verloren. Genau, wir waren ja am Ende von der PPA, danach wäre ja Wasserstoff, aber ich meinte, da wollte Dina nämlich die eine Frage stellen, hat vollkommen vergessen, ja. Okay, dann mache ich einfach weiter. Im Verkehrssektor vor allen Dingen kenne ich das, dass viel auch über Wasserstoff geredet wird und darüber geredet wird, Autos damit anzutreiben, Flugzeuge damit anzutreiben. Und es wird irgendwie oft als Lösung noch genannt. Habt ihr dazu eine Ansicht, wie sinnvoll das ist oder ja, was man damit alles erreichen kann oder vielleicht auch nicht Ja, erreichen kann? genau. Also Wasserstoff ist bei einigen Anwendungen sehr hilfreich, wie zum Beispiel bei der Stahlproduktion. Bei der Stahlproduktion wird dann momentan noch Kohle oder auch im besten Fall auch noch Erdgas verbrannt, um daraus dann laufenden Stahl zu produzieren. Und hierbei kann Wasserstoff dazu dienen, um auch genau diese Stahlproduktion zu dekarbonisieren, also dass dann dabei im Zuge dann kein CO2 mehr entsteht. Da wäre es sicher sehr sinnvoll, wie dann zum Beispiel dann auch im Chemiesektor kann Wasserstoff ebenfalls dazu dienen, sowie auch als Energiespeicher, also als Langzeitenergiespeicher, um dann auch ja, die sogenannten Dunkelflauten, die dann insbesondere in den Wintermonaten entstehen, also sprich, dass dann wirklich noch eine Ökostromlücke entsteht für ein, zwei Tage, vielleicht sogar auch für ein, zwei oder Woche. Und dabei wird dann auch ebenfalls extrem viel Strom benötigt, was dann zum Beispiel in Form von Wasserstoff eingelagert werden kann und dann genau in diesen Zeiträumen dann wieder in Strom zurückverwandelt werden kann. In diesen Bereichen zum Beispiel ist Wasserstoff eine ziemlich gute Lösung. So, das Problem ist einfach nur, dass wir durch grünen Wasserstoff benötigen. Grünen Wasserstoff ist dann derjenige Wasserstoff, die wir dann über eine Elektrolyse produzieren, indem wir Strom durch dann aus erneuerbaren Energien und Wasser Wasserstoff herauskriegen. Und momentan wird nämlich die Wasserstoffproduktion per Dampfdeponierung hergestellt. Das bedeutet,
das nämlich aus fossilem Erdgas dann daraus dann letzten Endes der Wasserstoff produziert wird, wobei bei diesem Prozess CO2 in die Atmosphäre gelangt bzw. entsteht. Und genau bedeutet das, wenn wir den Wasserstoff nutzen wollen für diverse Bereiche, brauchen wir ganz am Anfang immer Strom. Und das muss sich dann dabei immer noch mitberücksichtigt, immer mitberücksichtigt werden. Bedeutet, dass natürlich dann Wasserstoff am besten ja sehr, sehr sparsam umgehen müssen. Sprich, dass wir Wasserstoff auch nur in diesen Bereichen anwenden, wo auch eine direkte Elektrifizierung in Form von Akku zum Beispiel eben halt keinen Sinn macht. Wie zum Beispiel bei Automobilen zum Beispiel. Da ist nämlich die direkte Elektrifizierung durch den Akku wesentlich sinnvoller. Also das ist möglich, von daher da lieber kein Wasserstoff. Aber bei anderen Bereichen zum Beispiel schon, wie zum Beispiel beim Flugzeug oder auch bei Schiffen, da kann Wasserstoff ebenfalls eine Lösung sein, wo hier eine direkte Elektrifizierung und auch ein Akku zum Beispiel eben halt noch nicht so viel Sinn macht. Genau, von daher ja, lässt sich das zum Beispiel an das sagen. Also Wasserstoff an sich eine ganze Sache ist, in einigen Bereichen ist es sinnvoll, in anderen Bereichen dann wiederum nicht. Einige befürworten den sogenannten blauen Wasserstoff und wollen also Erdgas zu Wasserstoff und CO2 reformieren und das CO2 dann entlagern. Dafür braucht man allerdings, dafür braucht man zwar weniger Energie als für die Elektrolyse, aber man hat das Problem, dass man CO2 entlagern muss. Und das heißt, man braucht die Carbon Capture and Storage Technologien. Und dann gibt es noch andere, die gerne Methanpyrolyse betreiben möchten. Also Methan, Wasserstoff aus Methan zu gewinnen und dabei reinen Kohlenstoff zu bekommen. Das ist eine Technologie, die recht vielversprechend ist. Allerdings hat sie einen Haken, sie ist noch nicht marktreif und deswegen wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, Wasserstoff vor allem aus Elektrolyse zu gewinnen. Und dafür brauchen wir einfach sehr viel mehr erneuerbaren Strom. Die Zeit rennt ein wenig. Ich würde aber trotzdem total gerne noch mit euch ein wenig darüber reden, was man so privat auch tun kann. Würde dafür aber erstmal vielleicht von euch eine Einschätzung wissen, ob es überhaupt was nützt, wenn ich auf persönlicher Ebene was verändere. Also wer so die Hebel in der Hand hat im Energieverhalten, sage ich mal, oder im Energiesektor. Ja, klar nützt das was, wenn ich auch privat was verändere. Viele meinen aber, oder viele sagen dann als Gegenargument, ja, aber die Industrie braucht ja auch ganz viel. Und das stimmt tatsächlich. Die Industrie ist ein sehr großer Verbraucher, auch Gewerbe, also Haushalte sind nur ein Teil des Energieverbrauchs. Allerdings muss man sich dann die Frage vor Augen führen, für wen produziert die Industrie eigentlich? Und die produziert ja im Normalfall Konsumgüter. Und das heißt, man kann auch Energie sparen, indem man weniger konsumiert. Aber natürlich geht es auch um Effizienz in der Industrie. Das muss sich dann einfach über politische Vorgaben oder über Engagement der Wirtschaft durchsetzen. Aber ein großer Punkt ist auch, dass man im Haushalt was tun kann. Alles klar. Woher weiß ich denn, wie gut ich bisher vielleicht aufgestellt bin, was mein Energieverhalten angeht? Oder ja, wie kann ich das herausfinden, wie ich da bisher so stehe? Das ist eine gute Frage. Zum einen natürlich mit einem Blick auf die Stromrechnung und dann einen Vergleich mit normalen Werten.
Also zum Beispiel gibt es Vergleichswerte für Single-Haushalte oder für Familien mit so und so vielen Personen. Und da kann man ganz gute Vergleiche ziehen. Und wenn man da unter dem Durchschnitt liegt, dann kann man schon mal sagen, ja, es ist okay. Aber besser wäre es natürlich, wenn man weit unter dem Durchschnitt liegt. Denn der Energieverbrauch ist häufig zu hoch oder häufig gibt es auch Potenzial an einigen Stellen, an denen man es gar nicht vermutet. Und deswegen würde ich auch ein bisschen darauf achten, wo sind vielleicht noch ungenutzte Potenziale? Und eine wichtige Frage ist auch, woher kommt mein Strom? Also wir haben ja gelernt, der Strom kommt aus der Steckdose und aus dem öffentlichen Netz. Aber durch meinen Stromanbieter und dadurch, dass ich meine Stromrechnung an einen Erzeuger bezahle, der nur erneuerbare Energien verwendet, kann ich die Energiewende auch mitgestalten. Sogenannte Ökostromanbieter. Und da gibt es Ökostromtarife von Stadtwerken. Da wird aber häufig hin und her geschoben. Das heißt, wenn ich einen Ökostromtarif bei einem Unternehmen habe, das auch nicht Ökostrom anbietet, dann führt das dazu, dass der Ökostromanteil der anderen Kunden unter Umständen geringer wird. Das heißt, es ist sinnvoller, bei einem Unternehmen die Stromrechnung zu bezahlen, die auch nur auf erneuerbare Energien setzen. Habe ich das jetzt aber richtig verstanden, dass ich, auch wenn ich Ökostrom beziehe, trotzdem auf die Stromrechnung achten sollte, also trotzdem auch darauf achten sollte, wie viel Ja, Energie ich noch absolut. verbrauche? Also zum einen zahlt man natürlich auch für Ökostrom, manchmal sogar ein bisschen mehr. Und das heißt, es ist auch eine Frage des eigenen Geldbeutels. Und zum anderen ist es aber auch so, dass auch Ökostrom gespart werden möchte. Und das ist also, dass man nicht damit verschwenderisch umgehen darf, weil wir ja noch nicht 100% Ökostrom im Netz haben. Das heißt, wenn ich mit meinem Ökostrom sparsam umgehe, dann bedeutet das, dass ich von dem Ökostrom, den ich nicht brauche, anderen was abgeben kann und damit fossile Erzeuger aus dem Netz verdrängen kann. Oder anders gesagt, wenn ich verschwenderisch damit umgehe, dann müssen an anderer Stelle wieder fossile Energieträger eingreifen und ziehen den erneuerbaren Anteil damit wieder runter. Aber auch wenn wir 100% Erneuerbare hätten, müssten wir uns Gedanken machen darüber, wie viele Windräder wollen wir eigentlich bauen und wie viel Platz haben wir, um erneuerbare Energien zu gewinnen. Und deswegen wird uns das Thema Energiesparen wahrscheinlich nie loslassen. Habt ihr Tipps für die uns zuhörenden Menschen, wie das noch außer vielleicht dem Ökostrom möglich ist, sein Energieverhalten ein bisschen zu regulieren oder da ein bisschen zu sparen? Ja, zum einen auf die großen Verbraucher achten und dass die energieeffizient arbeiten. Also zum Beispiel Waschmaschine, Kühlschrank, Elektroherd. Und dann gibt es natürlich Technik im Haushalt, die sehr viel Energie braucht und andere Technik, die vielleicht nicht so viel Energie braucht, aber nicht notwendig ist oder abgeschaltet werden kann. Und okay, jetzt habe ich den Faden verloren.
glaube, wir müssen noch einen Seitenschnitt machen. Sollen wir das mit den Großgeräten rausnehmen? Ja, genau. Dann können wir direkt auf die Energiesünden im Haushalt zu sprechen kommen. Ja, finde ich, glaube ich, auch sinnvoll. Genau, mach einfach weiter, wenn es dir passt. Okay. Neben den Geräten, die man natürlich möglichst effizient anschaffen sollte, wo man aber auch überlegen muss, ist es jetzt sinnvoll, das Gerät, was 3 Jahre alt ist, durch ein noch effizienteres zu ersetzen? Das ist manchmal so ein bisschen Abwägungssache. Gibt es natürlich so ein paar Energiesünden im Haushalt. Und zwar vor allem Kipplüften bei angeschalteter Heizung. Dann wird gar nicht so viel Luft ausgetauscht, aber die Wände kühlen aus und es geht kontinuierlich Heizenergie verloren. Besser ist es, ab und zu mal das Fenster ganz aufzumachen, also Stoßlüften. Dann wird die Luft ausgetauscht, die Wände bleiben warm und es wird insgesamt weniger Energie gebraucht und die Lüftung ist besser und tauscht die Luft im Raum besser aus. Und dann am Elektroherd passieren häufig einige Situationen, die nicht ganz so energieeffizient sind. Und zwar, wenn die Herdplatte zu groß ist, dann führt das dazu, dass einfach Energie in den Raum abgestrahlt wird und nicht im Essen ankommt. Das heißt, lieber die Herdplatte ein bisschen zu klein wählen als ein bisschen zu groß, denn der Topf kann ja auch die Wärme leiten und der leitet auch die Wärme, der verteilt auch die Wärme einigermaßen gleichmäßig. Und natürlich mit offenem Topfdeckel kochen ist manchmal notwendig, aber dort, wo es nicht notwendig ist, sollte man es lieber lassen und bei Nudeln zum Beispiel einen ausreichend hohen Topf verwenden, damit sie nicht überkochen und ab und zu mal den Deckel abnehmen. Aber so grundsätzlich, die Profiköche, die lassen den Deckel weg, aber auch nur, damit sie sich nicht kümmern müssen, dass die Nudeln nicht überkochen. Und wenn man also auf einem großen, breiten Topf ohne Deckel kocht, dann entweicht sehr viel Wärme in die Raumluft. Und das heißt, es muss von unten mehr nachgeheizt werden. Naja, und dann, das mag vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so viel klingen, aber Wasser hat eine ziemlich hohe Wärmekapazität. Das heißt, um 1 Liter Wasser zum Kochen zu bringen, braucht es recht viel Energie. Das heißt, es braucht relativ viel Energie, Wasser im Wasserkocher heiß zu machen. Und wenn man dann zu viel im Wasserkocher heiß macht, dann entweicht dementsprechend Energie, wenn man das Wasser nicht braucht und dann in den Abfluss kippt. Also da vorausschauend kochen und dann die Wassermenge richtig bemessen. Und ein großer Punkt ist auch die Fläche, auf der man wohnt. Denn je mehr Raum man zur Verfügung hat, desto mehr muss auch beheizt werden. Und das schlägt sich im ökologischen Fußabdruck natürlich nieder. Und dann gibt es noch einen Trick. Also, das ist keine Sünde, wenn man es nicht macht, sondern das ist eher so ein Tipp für Energiesparfüchse. Wenn man der Waschmaschine ein bisschen Arbeit ersparen möchte und dafür sorgen möchte, dass die Waschmaschine weniger Energie zum Aufheizen des Wassers braucht, kann man helfen, indem man warmes Wasser dazu gibt. Also indem man einfach das Waschmittelfach, kurz nachdem die Maschine angelaufen ist, einen ganz kleinen Spalt aufmacht und dort
warmes Wasser reinkippt. Denn Heizungen arbeiten in der Regel effizienter als elektrische Heizstäbe. Und wenn man eine Heizung hat, die das Wasser mit Solarenergie aufheizt, dann ist das natürlich noch besser. Und auf diese Weise kann man das Wasser schon mal ein bisschen vorwärmen und die Waschmaschine braucht weniger Energie. Und wo man schon mal beim Thema Waschmaschine ist, natürlich eine volle Waschmaschine braucht in der Regel genauso viel Energie wie eine halbvolle und man kann mehr Wäsche damit waschen. Also darauf achten, dass die Waschmaschine voll gemacht wird. Wenn wir gerade beim Thema Waschmaschine sind, wir haben vorhin ja schon mal kurz darüber gesprochen, dass es irgendwie offenbar sinnvoll ist, am Sonntag seine Wäsche zu waschen. Wie kommt das, dass das so an einen Wochentag gebunden ist? Da sind wir wieder beim Eingangsthema, nämlich bei der Netzlast. Und zwar ist es ja so, dass die Betriebe, die viel Energie brauchen, häufig Industriebetriebe sind und die arbeiten natürlich nur werktags und machen sonntags zu. Und das heißt, sonntags wird in Deutschland einfach weniger Energie gebraucht und das macht sich im Stromnetz bemerkbar. Das heißt, am Sonntag ist die Netzlast geringer und es ist sinnvoll, da Wäsche zu waschen. Ein Punkt, den ich noch häufig auf Listen sehe, sind Lampen. Da wird häufig gesagt, man solle LEDs einbauen. Dann höre ich wieder, man solle auf keinen Fall LEDs einbauen. Habt ihr dazu Dinge oder Ansichten, wie ihr das seht, wann ist es sinnvoll, das vielleicht zu tun und wann eher nicht? Der Einbau von LEDs in jeweiligen Haushalten ist in der Regel immer eine gute Idee. Genau, da sie nämlich dann wesentlich effizienter laufen als die herkömmlichen Glühlampen zum Beispiel. Genau. Das bedeutet aber nicht, dass man die alten Glühlampen direkt wegschmeißen muss, sondern man kann sie zum Beispiel dorthin setzen, wo sie selten gebraucht werden, zum Beispiel in Kellerräumen, wo man nur selten ist, oder auf der Toilette, wo man das Licht nur kurz anmacht. Und außerdem, Glühlampen sind deshalb so ineffizient, weil sie einen großen Teil des Stroms nicht als Licht freisetzen, sondern als Wärme. Das heißt, sie haben auch eine Heizwirkung. Das ist aber nur sinnvoll im Winter und ohnehin ist das Heizen mit elektrischem Strom nicht so sinnvoll, wie direkt Energieträger zu verbrennen. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt gelauscht und bin eigentlich super aufgestellt, was meinen privaten Verbrauch im Energiebereich angeht. Ich konsumiere vielleicht nicht viel und beherzige die Dinge schon, die ihr gerade so erwähnt und erklärt habt. Wie kann ich mich denn darüber hinaus weiter engagieren? Auf welchen Ebenen geht das vielleicht oder in welchen Gruppen kann ich mich da einbringen? Mögt ihr da vielleicht noch was zu sagen, wie das so gesellschaftlich gesehen vielleicht sinnvoll ist? Ja, also wir haben einen Arbeitskreis Energie bei der Bundjugend Niedersachsen. Und da sind auch Menschen herzlich willkommen, die keinen technischen Hintergrund haben. Weil ja die Energiewende nicht nur technische Aspekte hat, sondern ein gesamtgesellschaftliches Projekt ist. Und deswegen wäre es fatal, wenn sich nur Menschen mit technischem Hintergrund mit der Energiewende beschäftigen würden.
Und dann hilft es natürlich immer wieder bei Treffen oder bei Stammtischgesprächen oder bei Familienfeiern immer mal wieder dieses Thema auf den Tisch zu bringen und auch einzuschreiten, wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, Windenergie ist ja ganz schön, aber bitte nicht auf meinem Grundstück oder bitte nicht in meiner Nähe. Und natürlich sind das Positionen, denen man zuhören sollte und die auch ihre Berechtigung haben. Aber so grundsätzlich ist es sehr hilfreich, durch Teilhabe dann Akzeptanz zu schaffen und darüber zu reden. Und dafür eignet es sich gut, wenn man ein bisschen Hintergrundwissen hat, aber auch ein bisschen Idealismus und dieses Ziel vor Augen hat, unser Energiesystem frei von CO2-Ausstoß zu machen. Ja, ich danke euch für eure Energie, eure eigene Energie, die ihr hier reingesteckt habt in die Recherche und auch heute mit mir diese Fragen zu beantworten. An dieser Stelle würde ich den Podcast dann beenden und wünsche euch beiden einen schönen Abend und den hörenden Menschen einen schönen Tag oder in welcher Situation sie sich auch gerade befinden mögen. Hört gerne natürlich in die anderen Podcasts rein. Es gibt eine ganze Reihe zu unterschiedlichen Themen von der Bundjugend Niedersachsen. Genau. Und schaut euch gerne, falls ihr sie noch nicht kennt, die Climate Chance ansonsten an. Und macht mit in diesem Jahr, macht mit im nächsten Jahr oder wann es euch eben passt. Genau. Ihr seid herzlich eingeladen. Und ansonsten eine schöne Zeit euch. Ciao.